Ja, eigentlich kann man ähnliche Pressekonferenzen von Cottbus von letzter Woche abspielen. Von daher möchte ich eigentlich gar nicht sagen, wenn es ähnliche Spielverläufe war, wo wir eben in den Schlussminuten, heute auch wieder fast in der letzten Minute, ähnlich wie in Cottbus noch einen Ausgleich kriegen. Jungs, tut mir leid, wenn wir es eben nicht schaffen. Ein Spiel, wo wir schon leidenschaftlich kämpfen, wo wir alles am Läuferischen in die Waagschale werfen. Ich glaube, dass wir zweite Halbzeit ja, doch zu wenig Entlastung hatten. Nichtsdestotrotz ja, erledigt mir vielleicht zwei, drei ganz gute Möglichkeiten. Zwei Sachen hätten auch das gut, vor allem in den Kopf nach dem Freistoß. Ja, aber wir schaffen es eben nicht, auch in der 92. Minute sauber und konzentriert zu verteidigen und eine Konsequenz eben zu haben, den Ball wegzuhauen, dann kriegen wir ihn eben nicht weg und dann kommt er nochmal in die Mitte und wir kriegen ihn rein, das haben wir jetzt schon öfters erlebt und das ist bitter für die Jungs, aber wie gesagt, wenn wir das nicht schaffen, eben über 90, 92, 95 Minuten so konsequent zu sein und konsequent zu verteidigen, dann müssten wir schon 2-3-0 führen und dann wird nichts passieren, aber es sind in unserer Liga immer enge Spiele und da muss man eben auch mal in der Lage sein, so ein Ding mit 1-0 nach Hause zu fahren, aber das haben wir heute leider nicht geschafft. Nichtsdestotrotz werden wir es weiter versuchen, Auswärtsspiele zu gewinnen und immer guter Dinge, dass wir es schaffen. Ja.